Kung-Fu für diesen Game. Lila! Lila, komm jetzt! Du weißt, dass wir nicht zu spät kommen können. Jetzt komm! Sehnsucht nach einer Person, sondern auch Sehnsucht nach einem Ort.
bescheuerte Frau Bräuning, ne? Ich hatte vorhin bei ihr diese Chemie, ey. Lässt sie so ein bescheuertes Gewischschwein, gibt die mir einfach die Schuld, ne? Ja, manche Lehrer gehen gar nicht. Dumm, diese hässliche Frau, ne? Okay, tschüss. Was hast du das vorhin? Was denn? Das vor der Tür. Du hast nichts gemacht? Ja, wir haben uns nur unterhalten. Achso, ich habe dich nur unterhalten. Ja? Ja, klar. Wir haben uns wirklich nur unterhalten. Laber nicht. Du bist so unnötig. Ganz ehrlich, das habe ich anders gesehen. Du bist so ein Opfer. Ich habe nichts gemacht. Hau einfach ab. Verpiss dich. Hätten wir nicht eingreifen sollen. Die tat mir schon irgendwie leid. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch normal. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute das Thema Sastis Pythagoras. Eigentlich solltet ihr euch daran erinnern. Schließlich seid ihr nun in der 10. Klasse. Dieses Thema sollte man beherrschen, aber trotzdem zeige ich euch jetzt einmal eine Skizze. Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte denken Sie an das Treffen mit Frau Fualkoma. Ich wiederhole. Bitte an das Treffen mit Frau Fualkoma denken. Danke. Tim, Lukas, Jana, könntet ihr mir vielleicht kurz helfen, die Tür zu bewachen? Enko! Alle anderen herrschen. Und bitte. Liebe Anwesenden, wir sind hier heute zusammengekommen, nicht nur um unsere Abschlussfeier zu feiern. Nein, wir möchten auch an die Verstorbenen denken, die beim letzten Amoklauf ums Leben gekommen sind. Dazu hat Habib aus der CNC eine Rede vorbereitet. Habib, bekommst du mich auf die Bühne? Liebe Gäste, wir alle haben viel durchmachen müssen, haben Freunde, Verwandte und Bekannte verloren. Die Opfer, die wir bringen mussten, waren groß und sehr verletzend. Viele von ihnen mussten viel zu früh und völlig unschuldig aus dem Leben scheiden. Aber wir müssen auch nach vorne blicken. Vor uns liegt eine tränenreiche und sehr schmerzvolle Zeit. Und der Prozess um Entschuldigen ist immer noch im Gang. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben und wir müssen weiterkämpfen. Sie alle hätten das sicher gewollt. Es gibt immer noch sehr, sehr viele solcher Verbrechen. Und es liegt nur an uns, uns davor zu schützen und die Welt zu verbessern. Unser Fall soll anderen eine Mahnung sein, ein Hinweis auf das, was jeder Schule widerfahren kann.
Wir mögen nicht wissen, warum es getan wurde, aber wir wollen vorsorgen und unsere Schule neu aufbauen. Und damit müssen wir beginnen. Jetzt. Ich bin wirklich froh, dass ihr alle gekommen seid. Und auch wenn es noch so schwer war, denke ich, dass es wichtig ist, jetzt zusammen zu sein und beieinander zu stehen. Deshalb will ich mich bedanken bei euch allen und im Namen der Opfer. Danke. Ein Mensch kann einem nah sein, aber dennoch fern.